Ah ja. Und ich starte die dritte Session. Mehr als drei Sessions kann ich hier nicht aufnehmen, weil in einer Woche kann ich nicht mehr als drei Videos hochladen, nachdem ich nur Ja. jeden zweiten Tag hochlade. So gesehen begrenze ich mich eh von automatisch selbst. Also die, die mehr sehen wollen von mir und von uns, die müssen sich halt dann quasi wirklich den Stream anschauen. Ist das schlimm, wenn man sich den Stream anschauen muss? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Oh ja, ich glaube, wir sind ziemlich langweilig. Ach. Es ist noch Spannungsaufbau. Spannungsaufbau. Wir haben im Übrigen einen Krieg auch The in. plot thickens, sage ich Achso, nein, dazu. Blödsinn, Blödsinn, falsches Dings. So, wie schaut denn das da aus mit dem Krieg da im Süden? Meine Pietät ist gleich auf 50. Dann kann ich endlich meine Bürgerhöhe besteuern. Ja, mach's nicht, das ist, zahlt sich nicht aus. Ich bin bei Pietät jetzt auf minus 29. Was ich interessant finde, weil ich vorher auf Pietät 75 war. Ich habe also über 100 Pietät dafür bezahlt, dass ich die Bürger mehr besteuere. Naja, momentan knöpfe ich Kann in sein, vielleicht, dass ich mich verklickt habe und zwei sieben Sachen Schilling im angeklickt habe. Jahr ab. Naja, was weiß ich. Aber ich hätte jetzt schon ein wenig Geld, vielleicht. Wie ist denn das eigentlich mit den Burgen? Was muss ich denn da machen, damit ich die verbessern kann? Noch viel, viel sparen. Ist ja arg. Oh, da ist es. Das ist ja so teuer. So, ich habe 50 Pietät, 6,66 zahlen mir meine Städte momentan, jetzt werde ich die Steuern erhöhen. Ah. Offensichtlich haben wir da, hat der eine, hat der Sultan da das eine Land bereits besiegt. Er hat nur noch Krieg mit dem anderen. So. Okay, ich erhöhe jetzt die Steuern an Städte. Ah, ich habe das auch gesehen. Das ist ja schön. Ich weiß nicht, ob Und ich das meine sehen Städte wollte. zahlen mir jetzt. Ha! Plötzlich statt 6,66 zahlen sie mir 9,99 Schilling im Jahr. Da wäre ich ja vielleicht deutlich reicher. Ich habe 50 Schilling, vielleicht kann ich ein Gebäude bauen damit. Das habe ich noch gar nicht Nein, geschafft. kannst du nicht. Ich habe gerade geschaut. Ah, 50 ist noch okay. weit zu wenig. Ja. Aber siehst, stimmt, du hast nicht ganz unrecht. Ich könnte drauf schauen, wie viel mehr Städte jetzt zahlen. 25,76. Ich könnte eine City ins Dings stellen. Ah, in meinem Tribe könnte ich aber was bauen. Sie erhöhen auch die Steuern. Warte mal, bei mir ist ein Event passiert, das ein bisschen Ja, dann, fange dann. ich. Ich lese vor. Scheik Ibrahim of Mukan has arrived unexpectedly at Tabriz. Mal schauen, wer das überprüft. Ah, das ist einer der anderen Kurden-Scheiks in meinem Emirat. Asking for an audience. You suspect the man intends to convince you to join his prosperity faction. And indeed, when you meet at the gates, he is all smiles and eager to discuss business. What shall you tell him? I would be glad to join his faction. Muss ich mir dann erst anschauen. Er erhöht sich seine Meinung von mir. Enjoy a pleasant meeting, but promise him nothing. Da erhöht sich die Meinung von mir auch, aber nicht ganz so stark. Send him away. I have no interest in such talk. Dann mag er mich nicht.
Jetzt müssen wir diese Faction erst anschauen. Hier, Factions. Factions in the Amirat. Das ist die Prosperity Faction, was will die? Strives for wealth and healthy economy. Ich habe aber keine Ahnung, was. Ja, das klingt aber eigentlich recht sympathisch. Außerdem sind da viele Mitglieder offensichtlich. Ja, da trete ich bei. I would be glad to join his faction. Arg, du bist so ein Opportunist. Ja, nein. Hey, ich bin Mitglied geworden jetzt. Okay. In meinem Dings, in meinem Emirat gibt es nur eine Faction und die ist ziemlich modig. Ja, nein, es gibt in meinem Emirat die Glory Faction und die Prosperity Faction. Ach, warte mal, da sind ja sogar zwei drin. Das ist mein Sohn. Verdammt. Ja, der macht halt seine eigenen drei. Der ist in der Faction gegen meinen Emir drinnen. Unabhängigkeit, oder was? Ja, aber nein, warte mal, muss ich nachschauen, was das für eine Faction ist überhaupt. Die Tradition Faction. Na bitte, da könnte ich eigentlich auch angehören. Ich habe nichts gegen Tradition. Was wollen die? Der Mood is improved by good relations with members. Granting a landed title to any member. Also die Mood der Faction dürfte sehr, sehr wichtig sein. Aber ich weiß nicht, was sie bedeutet. Und ich weiß auch nicht, wo ich die Mood der Faction sehen kann. Direkt beim Faction-Schirm. Ja. Wenn du drüber gehst, über den Namen, den Cursor drüber fährst, ja, siehst du ein großes Fenster, das sich öffnet. Ja. Das die erste Zeile, der ersten siehst Zeile steht am Ende Mood. Was heißt, was ist gut, was passiert, wenn ich eine Action an, dass sie, gut dass du sie improved haben willst. Ja, wenn ich Mitglied bin natürlich, aber... Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Beziehungsweise, das erinnert mich an Stellaris. Ich weiß nicht, ja, hast du Stellaris jemals gespielt? Nein. Nein, das ist auch von Paradox, allerdings so ein... Ah doch, du hast es mir einmal kurz gezeigt. Ja, ich meine, teilweise ist es relativ komplex natürlich, aber auch bei Stellaris gibt es so Factions im Reich und du musst auch versuchen, sie... Also als Herrscher des Reichs musst du auch versuchen, sie positiv zu stimmen, weil sonst könnten sie auch anfangen zu revoltieren. Aber eigentlich kann mir das ja wurscht sein. Also nein, wurscht ist man natürlich nicht, dass die revoltieren. Aber in Wirklichkeit müsste sich der Emir drum kümmern, dass es... Ich schätze einmal stark, nein, ich kann mir schon vorstellen, wie das funktioniert. Wenn du dieser Faction beitrittst, ja, die will gewisse Dinge haben, die ihre Meinung, die ihre Stimmung verbessern. Mhm. Und der Lehnsherr will die Stimmung verbessert haben, weil dann die Leute nicht revoltieren. Und das heißt, er wird tendenziell eher dafür sorgen, dass die Dinge kommen, die Stimmung verbessern. Und dies dann wiederum gut für dich als sein Vasall. Und das sind meistens, also das sind eher aufgelistet. Und das heißt, er wird dir Gefallen tun oder er wird hoffentlich etwas tun, was dir gefällt, vor allem wenn die Faction mächtig ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das System so funktioniert. Ja, ja, ja. Also, wie schon gesagt, ja, bei Stellaris ist es eh im Endeffekt auch so. Ja. Also ja, na gut. Im schlimmsten Fall sind sie so angepisst, dass sie sich lossagen oder dass sie halt irgendwas Unangenehmes machen. Aber ja, in den meisten Fällen geht es nur darum, ob sie dir gut gesonnen sind oder eben nicht. Ein anderes Thema. Ich habe auch gerade festgestellt, dass meine Pietät zweimal um 50 gefallen ist. Also ich hatte sie auf 50 und sie ist auf minus 50 gefallen, obwohl dieses Gesetz, das ich geändert habe, eigentlich nur 50 hätte kosten sollen, glaube ich. Ja. Also es dürfte dasselbe sein bei dir. Ja, ja. Ist es auf jeden Fall. Weil ich habe eben auch ein Minus von 100 circa gehabt. Ich war über 70 und jetzt bin ich auf minus 28. Ja. Ja. Bis ich wieder im Positiven bin, dauert das ewig, weil ich bin lastvoll. Ja.
Na, ich bin charitable, das, und mein Learning ist gut genug, dass sich das ein bisschen erhöht, aber es wird bei mir auch sehr lange dauern. Mein Prestige dagegen ist wirklich hoch. Das ist vermutlich wegen meiner Diplomatie. Wahrscheinlich, weil du deine Ambition geschafft hast. Achso, du meinst, wie viel Nein, steigt. auch das der monatliche Ja, ich Wachstum. glaube, das hängt mit dem Diplomatie-Skill zusammen. Wie viel kriegst du durch Diplomatie? Naja, 0,50 mal durch meine Skill und dann nochmal Okay, 0,10, weil ich Master Diplomat du bin. kriegst fast dreimal so viel durch deine Skill wie ich. Ja, außerdem kriege ich 1,5 und das ist ganz wesentlich, weil ich Großvezier bin. Aber minus 1, weil ich weniger als zwei Frauen habe. Ich sollte mir eine zweite Frau nehmen. Das ist gut, dass ich Interessant. geschaut habe. Das werde ich Interessant. jetzt sofort machen. Gut, das wäre mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, weil ich habe eine zweite Frau. Zweite Dame am Hof. Die habe ich mir eh überlegt. Ja, dann siehst du wenigstens, was eine zweite Frau bringt. Sie bringt Prestige. Moment mal. Ich muss an dieser Stelle nur anbringen, dass das eine ziemlich frauenverachtende Sache ist hier. Natürlich. Auch wenn wir das Jahr 867 haben. Distrusting und patient und zealous. Na gut, das ist alles akzeptabel für ein Weib. Die werde ich noch heiraten, mache eine Bude in meinem Hof. Red nicht so, da hören junge Kinder zu, die du möglicherweise schlecht beeinflusst auf diese Art und Weise. So, geheiratet. Das hat nichts zu sagen. Wir sind ja im Islam. So, ich habe jetzt ein zweites Weib. Wobei ich glaube, dass es zurzeit im Christentum auch nicht wirklich anders läuft. So, jetzt steigt mein Prestige noch mehr, nachdem ich ein zweites Weib habe. Arg, arg. Finde ich nicht gut. Ich muss für mein Prestige hart arbeiten. Und zwar Diplomatie lernen. Komm schon, könntest du ein bisschen Diplomatie lernen? Das gibt's ja wohl nicht. Brauchst du eh nur plus 2 Punkte schaffen. Ja, also Hike gewinnt den Krieg ziemlich deutlich, so wie es ausschaut. Das könnte für mich eine Bedrohung werden. Was? Wer hat ein Kind? Sultan Musahim of Al has created the title Emirat of Kahira? Okay. Das ist ein bisschen interessant, weil der Sultan ist unter unserem Hey, ich habe eine Kalifen. Tochter. Ich hätte doch das die Ambition, Der Tochter Kalif nehmen dürfte der sollen. Ich habe es mir Kaiser noch sein. überlegt. Weil der Sultan dürfte einen Königstitel haben, weil unter ihm gibt es Emire und unter dem noch Scheichs. Okay. Ich habe Schau eine mal, was Tochter. Das ist im super. Emirat Die von heißt Kahira liegt. Yasaman. Das ist fast so wie Tamara. Du hast eine Perfekt. Tochter bekommen, gratuliere. Ja. Hey, die kann ich verheiraten. Das ist gut. Vielleicht an den Wo hast du deine Sohn von Tochter meinem bekommen? Emir. Jetzt gerade. Ich sehe keine bei dir. Naja, dann Hast du immer noch schau deine genauer. beiden Söhne? A rather nettlesome neighbor keeps sending me envoys begging for money Dein on Sohn hat London. eine Tochter bekommen. Oh verdammt. Weil Wieso zeigt er mir meinen Sohn an, dass der eine Tochter kriegt? dein Sohn wichtig für dich ist. Nein, ist er nicht. Aber warte mal, er hat mich entscheiden lassen, wie die heißt. Ich habe Übrigens, noch nie gehört, dass ich mal den Namen für die Tochter meines Sohnes geben kann. Wir haben das erste Jahr geschafft. ich wollte das gerade anmerken. Es ist der 2. Jänner 1868, ein Jahr ist um. Irre, Und irre. Und ich habe schon wieder ein wir leben Ereignis. immer Das bin noch. ich sowieso. Naja, gut, es ist jetzt nicht allzu viel passiert. Mein Lehnsherr Was ist ist auf mit einer ihm? Pilgerreise. Das ist gut so, dann ist er wenigstens nicht da und kann überprüfen, ob du einen Blödsinn machst. Er hat außerdem geheiratet, vielleicht zweimal, so wie ich Ja, auch, ich andere auch. Frauen. Und auch seine Frauen sind deutlich jünger als er.
bin nicht ganz so jünger als meine. Ich bin ja 47, meine beiden Frauen sind 16. Ja, das kenne ich von irgendwoher. So, warte mal, ich habe da jetzt gerade ein Ereignis gekriegt. A rather nettlesome neighbor keeps sending me envoys begging for money or demanding tribute. I feel rather confused about his arbitrary ways and I'm not sure what I should do. I will Ich erinnere send him mich an dieses Event. these roses, dafür kriege ich 20 Pietät. Nail the envoys' hats on their head. Dafür würden wir 20 Prestige kriegen. Das ist cool. Ich schicke ihm, glaube ich, die Rosen, weil meine Pietät ist im negativen Bereich. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn die Sachen im negativen Bereich sind, oder? Wie bitte? Ich glaube, wenn die einzelnen Dinge im negativen sind, ist das nicht so gut, oder? Die Hat es Beziehung irgendeinen meinst du? Einfluss? Nein, nein, Prestige, Pietät und so Sachen. Ich glaube nicht, du kannst halt nichts einsetzen, aber sonst Okay. hat es keinen negativen Einfluss, glaube ich. Okay, dann könnte ich das andere auch nehmen. Nein, ich nehme trotzdem die Rosen. Das ist der freundliche Weg. Wir sind freundlich. Wir versuchen alles mit unserem Nachbarn gut zu tun. Eigentlich könnte ich ein Bündnis mit meinem Emir machen, der ein Prinz ist im Übrigen. Mein Father-in-Law. Nein, ich kann keine Allianz mit ihm machen, weil ich sein Lehnsnehmer bin, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, mein Sohn hat neue Fähigkeiten erworben. Dein Sohn? Ja, er ist gemäßigt geworden und er ist ein angehender Diplomat. Ein Novize noch, aber doch. Das klingt gut. Wow, das klingt gut. Ich glaube, mein Sohn wird was. Mehmet. Oh, deswegen habe ich es gesehen. Das ist der zweite Sohn, der ein Kind gekriegt hat. Ja. Jetzt hat der auch schon ein Kind. Ah, das kann ich auch verheiraten. Das ist kein Problem. Ich hoffe, das Kind kommt nicht nach den Eltern. Ich meine, aussehensmäßig. Ich sehe gerade meinen Score, der ist 0 Punkte. Null Punkte, wie hast du das gemacht? Hast du überhaupt irgendwas getan in diesem? Ich habe geheiratet, ich bin Großvezier geworden, ich habe noch einmal geheiratet, Ich finde mein das Sohn nicht ist richtig, toll. dass du Großvezier geworden bist. Tja. Naja, ich weiß nicht, ob mein Sohn toll ist. Er ist auf jeden Fall nicht Meine super. Nein, State er ist Diplomacy überhaupt ist nicht toll. 49. Er hat eine Dings, er hat eine Er hat ein State Stewardship von 0. Also er hat ein Stewardship-Skill von 0. Vielleicht wird es noch was. Achso, mein Sohn ist schon vorbereitet. Ja, irgendwann wird das sicher wieder was. Auf Stewardship 2 wird er schon kommen. Machen wir weiter? Ah, Entschuldigung. Ich bin so ein Idiot. Jetzt wollte ich auf Weiter drücken und hab's mehr oder weniger gleichzeitig mit dir gemacht und wieder auf Stop gedrückt. Yay, noch eine Allianz. Ich weiß Wie nicht, macht ob man das gut ist. Allianzen? Du Das musst probiere ich jetzt auch. irgendjemanden, du musst mit jemandem verwandt sein oder mit ihm verheiratet sein oder so irgendwie. Und dann kannst du ihn fragen. Aber du kannst nicht mit jedem eine Allianz gehen. Eingehen. Das geht nur entweder mit der Familie oder eben mit Leuten, von denen du jemanden geheiratet hast. Okay. Oh, mein Großvezier hat mir gerade eine Nachricht mit zukommen lassen. Er hat die Beziehungen zu meinem Lehnsherrn verbessert, zum Emir Al-Allah. Ich habe auch irgendwas Neues gerade. Warte mal, darf ich mal kurz?
Ja, mein Lehnsherr mag mich jetzt mehr. Du kannst gerne auf ihn nach Pausen There gehen. is a Oder rumor anpausen, here in müssen wir sagen. Alcufa that one of the local nobles might be corrupt. Handled wisely, this information might be used to implicate one of our enemies here. Then use it as you see fit. It's just a rumor. No, use it as you see fit. Wow, my spy master Utbar has been murdered. Use it as you see fit and as tot. Yes, tot, Jim. That noble he was investigating, Mayor Sia of Kufa, seems reasonable to be behind this. But I have no proof. Na super. Ja, der braucht schon Beweise. Ich habe das schon mal gehabt und da, da ist Geld rausgesprungen damals. Ziemlich viel. Damn him, anyway. Und Prestige habe ich auch verloren. Super. Du brauchst einen neuen ich brauche einen Spymaster, neuen scheinbar. Spymaster. Spymaster. Echt Ich jetzt? schaue mir inzwischen Das, was meinen ich Hof habe, ein ist bisschen ab. 12. Der will gar nicht Spymaster werden, der will Court-Imam werden. Hey, wieso mache ich denn nicht zum Court-Imam? Der ist besser als mein jetziger. Aber andererseits, er ist auch der bei weitem Beste, was die Intrigue betrifft. Ich hätte eine Frau heiraten sollen, die gut ist im. Au! Soll ich mich ankosten? Nein. Du wirst das. Nicht Kordimam. So, versuchen wir es mit dem nächsten auch gleich wieder. Mal schauen, ob dieses Mal mehr rausschaut. Ich sehe gerade, dass mein Spymaster zwei interessante Eigenschaften hat. Echt jetzt? Einerseits ist er ein Master Seducer, das passt super für einen Spymaster, sondern für James Bond. Und außerdem ist er imposing, noch mehr James Bond. Er schüchtert super. Ein. Mein Spymaster hat die absolut perfekte Eigenschaft für den Spymaster. Er ist außerdem ist er. Warte mal, entschuldige. Er ist zynisch und vertrauensselig. Zynisch und vertrauensselig, das ja. Passt gut zusammen. Er ist gerecht auch noch und geduldig. Also das ist ein toller Spymaster. Okay. Meiner kann nicht allzu viel, aber er ist ein Mastermind Theologian. Ja, das ist doch. Das ist. Er hat plus 9 auf Learning. Dafür hat er eigentlich einen ziemlich schlechten Learning-Wert, nämlich 10. Und Fertility minus 5, na schon was an. Ja, dann machen wir weiter. Ja, du kannst gerne weiter. Habe ich. Wenn der da passiert, sollte auch anpausen. Ich lerne inzwischen meinen Hof noch ein bisschen besser kennen. Da wird auch irgendwas belagert. Ah, da ist schon wieder was passiert. Da ist schon wieder was passiert. Das ist ja mehr oder weniger in meinem Nachbarding. Wer kämpft da gegen wen? What a dangerous place. Devious plots are everywhere. Rumors have reached you. Was? Nein, nicht so viele. Warte mal, bei mir hat mein Emir gerade ein Gesetz geändert. Nimm mal ich da Obligation Law, das muss man anschauen. Okay. Heißt das, du musst abstimmen darüber? Nein. Weil es dein Lehnsherr vorgeschlagen hat? Nein, ich habe nichts zu sagen. Ich frage mich auch, was das macht. Minimal ich da ist es. Was? Da will jemand meinen kleinen Sohn, meinen süßen, kleinen, knuffigen, fetten Sohn umbringen. Ein Old-Weiter-Bitten Diplomat. Hey, plus 1 Diplomatie, das ist ja schön. Also mein Emir hat seine Scheichs gerade ein bisschen unabhängiger werden lassen, wenn ich das richtig sehe. Das ist sympathisch für ihn. Und diese Vasalltransferierung betrifft wirklich Sinai. Der Sultan von Ägypten, der hat übrigens
Das, hast du das mitbekommen? Der hat gerade im Wesentlichen die Nilmündung erobert oder Ja, bekommen. das eine Land habe ich War schon mitgekriegt. unabhängig. Das hat er, die hat er komplett jetzt. Und er bekommt immer mehr vom Sinai zugesprochen durch den Kalifen. Kann es sein, dass der da Regent ist? Nein. Der Regent ist irgendein kleiner Bürgermeister. Naja, stimmt. Ziemlich in der Nähe von dir. Er ist der Bürgermeister von Hit und Hit ist eine Stadt in Anbar. Wie hat's der zum Regenten geschafft? Wahrscheinlich. Der einzige gemeinsame Er Nenner. hat 23 State Intrigue. Das könnte etwas machen. Außerdem ist er attraktiv. Oder. Sinnvoll. Ja, das klingt alles nach jemandem, der es zum Regenten schafft. Ja, Stewardship wäre halt noch gut, wenn er ein bisschen mehr als 0 hätte. Jo. Man kann nicht alles. Aber auch keine Familie. Ich bin echt gespannt, was aus dem Sohn des Kalifen werden wird. Der ist übrigens ein Imbezil. Person? Okay, das ist sehr interessant. Der Kalif ist bekannt, nicht weiß ich. Und sein Sohn ist ein Volk. Also, das Reich hat eine große. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Reich zerfällt. Ja, schaut irgendwie schon so aus. Also wenn sie von außen, Hey, wenn von warte außen mal. irgendwas passiert, kann schon sein. Die Prosperity Faction ist jetzt friendly. Ich pausiere kurz, weil ich muss mir mal anschauen, was das bedeutet. Warte mal. Das ist die Faction, der ich angehöre. Mood is friendly. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Note. Sieht, vielleicht könnte ich mir aber der Traditionalisten-Faction auch anschließen. Ist vielleicht gar nicht einmal so blöd. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt hat, Mir dass du ist mein müde bist. Sohn da drinnen. Das macht vielleicht schon Sinn. Ah, dadurch, ich sehe schon, was ich vorhin erzählt habe, mein Emir hat seine Scheichs unabhängiger werden lassen. Das ist etwas, was diese Faction anstrebt. Minimal Obligations, oder? Eigentlich strebt das Gegenteil an. Das durchschaue ich jetzt nicht. Ah, okay. Sie ist friendly geworden, aber ich weiß nicht warum. Wir können ich anpause wieder, ja? Ja, es kann ja irgendeine andere Also Sache ich werde mir sein. bis nächste Woche anschauen, wie das mit den Factions funktioniert, weil das kenne ich nicht. Das hat sich scheinbar geändert, seit ich zuletzt Ist gespielt habe. okay. Ich nehme es einfach hin, wie es ist. Ah, unsere Faction ist opposed im Übrigen. Ich würde mal das gefallen. Ich finde das eh super, dass ich mich denen angeschlossen habe. Ich bin nämlich das totale Gegenteil von dem. Ich bin total dekadent und bösartig. Das sind nämlich die religiösen Fanatiker, denen ich mich da gerade angeschlossen habe. Ich bin Wahhabit. Oh, ich darf keinen Plot wählen, sehe ich gerade. Es ist traurig. Wieso nicht? Ich habe in der Intrigue gerade Click to Choose a Plot angewählt. Und da stehen keine Plots zur Auswahl. Echt nicht? Nein. Ich kann 300.000 Leute umbringen. Ach so, Hast du wahrscheinlich. ihn auch angeklickt, den Click to choose a plot? Ja, natürlich. There are currently no suitable plots available. Echt jetzt? Ja, ist aber nicht tragisch, ich muss ja niemanden in dem Moment hin. Das ist ja unfassbar, was ich für Plots habe, sehe ich gerade. Ich kann Fabricate Evidence of Sheikh Obaidallah's Treason.
Wer auch immer das ist. Ich kann Leute kidnappen. Also diese Christen da im Norden, die verprügeln die ordentlich. Al-Qaisi wird kaut. Worum geht's in dem Krieg eigentlich? Was Burakan? Wie liegt das? Echt wieder müde. Ja, und wenn diese Aufnahme von dir 30 Minuten sind, werden wir es heute bleiben lassen. Mhm. Ja, das ist eine gute Idee, weil die 30 Minuten sind eigentlich eh schon vorbei. Ja. Ja. Bist du irre? Was ich alles machen könnte. Na gut, ich pausiere mal. Ich werde mir das nächste Mal, bevor wir starten, schaue ich mir mal an, was ich da alles umbringen kann eigentlich. Ich glaube, diese Plots sind zwar nicht hundertprozentig perfekt, aber naja. Und wie wir vorher gesehen haben, kann das durchaus dazu führen, dass dann irgendjemand stirbt, der nicht sterben hätte sollen. Ganz beim Master. Ja. Es ist der 8. August 1868. Wir haben über 1,5 Jahre jetzt gespielt, wo nicht allzu viel passiert ist. Es sind ein paar Leute gestorben und geboren worden. Es haben sich ein paar Beziehungen verändert. Ja. Es wurden ein paar Kriege in unserer Nachbarschaft geführt. Übrigens stelle ich gerade fest, Isfahan. Ja, das habe ich eh schon gesehen. Das sind zwei Typen, zwei Herzöge, also zwei Emire, die gegeneinander Krieg führen. Ah, das ist, weil die Zentralgewalt nicht stark ist, offensichtlich. Ich werde jedenfalls also das Spiel an dieser Stelle der verteidigt im Übrigen. Abspeichern und Save and Quit. Warte mal, ich drehe noch schnell meine Dings.